Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tomb Raider. Heute befassen wir uns mit dem Multiplayer. Dann gehen wir direkt mal hier rein und sehen das Menü. Dann gehen wir direkt mal in die Charakterauswahl. Wir haben hier zwei Seiten zur Verfügung. Einmal die Überlebenden und die Solari, diese Plünderer. Wir schauen uns mal die Überlebenden an. Wir haben hier diesen Rod zum Beispiel, die Samantha, Liam. Das sind halt diese ganzen, die man auch im Singleplayer mitkriegt. Die Lara ist noch nicht freigeschaltet. Ich denke mal, das Spiel muss man dafür abschließen, oder? Ach ne, hier steht's. Stufe 60 und kostet dann 10.000 Punkte. Ja. Wir nehmen jetzt mal einfach die Samantha und gucken dann nochmal hier auf der anderen Seite, was wir hier so haben. Diesen Matthias, wie er da genannt wird, Vlad, Schlitzen, Schlitzohr. Also je nachdem, wie man auch manchmal hier sich entscheidet, ist das, ja, weiß nicht, fühlt sich ein bisschen anders an, ne? Weil der hier rumläuft, ist schon ein bisschen komisch. So, was haben wir hier? Den können wir uns zum Beispiel kaufen für 250 Punkte. Mache ich jetzt mal hier diesen Charakter kaufen. Ja, so, dann hätten wir den jetzt und auch direkt ausgewählt. Dann gehen wir doch mal zu der Ausstattung. Wir können uns zwei Sets zusammenstellen. Jeweils pro Fraktion, sage ich jetzt mal. Bei den Überlebenden haben wir jetzt hier zum Beispiel das Maschinengewehr ausgewählt und können uns dann hier noch auswählen. Eine Kampfschrotflinte, modifiziertes Maschinengewehr. Aber das ist halt alles erst freigeschaltet mit einem höheren Level, wie man es auch so kennt. Ich habe ja die Survival Edition und hier kriegt man noch vom Hitman hier so ein paar Sachen. Sind nicht schlecht, aber auch nicht viel besser als die anderen Sachen. Dann nehmen wir mal das Gewehr und hier können wir noch ein Projektil-Upgrade machen. Wir können uns aber auch nur eins aussuchen. Und ja, ich habe hier Schaden gewählt. Was ich noch hätte wählen können, wäre ja Schnellfeuer, ein modifizierter Schlagbolzen sowie Abzug ermöglichen, eine höhere Schussfrequenz auf Kosten von Präzision. Oder Kompensatoren leiten Gas um, verringern so den Rückstoß und sorgen für mehr Stabilität beim Schießen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich habe den Schaden gewählt, weil ich ja sowieso mit Maus und Tastatur spiele, gegen teilweise ja auch Leute, die nur mit dem Controller spielen. Also, naja, egal. Und ja, da kann man noch Zubehör-Upgrades machen. Hier habe ich ein Visier gewählt. Erweitertes Visier, das besseres Zielen bei größerer Entfernung ermöglicht. Ein bisschen Sniper-mäßig. Und dann hätten wir hier noch erweitertes Magazin, sagt ja schon alles. Oder Nachladezeit mit Klebeband verbundenes Magazin ermöglicht ein schnelleres Nachladen. Ja, dann hätten wir noch so, Sekundärwaffe. Da habe ich jetzt hier diese halbautomatische Pistole. Gibt sogar, was ist das hier? Eine Uzi, irgendwas. Ja, automatische Pistole ist das auch. Ach ja, das ist halbautomatisch, das ist automatisch. Ab Stufe 19 halt erst. Und was wir hier noch was haben, abgesägte Schrotflinte. Erst mit Stufe 54. Oder halt von der Survival Edition natürlich der Hitman Silver Baller. Baller. Wie auch immer. Hier haben wir halt auch diese Upgrades, wie vorhin auch erwähnt. Schussfrequenz erhöhen und Schaden. Aber hier haben wir noch was anderes. Salvenfeuer, dass wir drei Schuss machen können. Mit dem Sekundärschuss auf der mittleren Maustaste jetzt hier. Dann haben wir noch hier Zubehör-Upgrades. Ein maßgeschneidertes Schaft und Griff für erhöhte Stabilität beim Schießen. Ja, das habe ich gewählt, weil ja, wenn ich schon hier diesen Dreischuss nehme, dann muss ich auch ordentlich zielen können. Erweitertes Magazin, sagt schon alles, Nachladezeit. Ja, was haben wir da noch? Sprengladungen. Da gibt es vier zur Auswahl. Und wir haben die Splittergranate ausgewählt. Und ja, das nächste wird halt erst freigeschaltet mit Stufe 15, Landmine. Ist ja klar, wie so eine Landmine funktioniert. Einfach hinlegen, scharf machen, weglaufen, jemand tritt drauf, ist tot. So, Rauchgranate, ja, verschleiert halt alles. Und Dynamit, ein Päckchen Dynamit mit Fernzünder, kann nach dem Platzieren mit mittlerer Maustaste gezündet werden. So ähnlich halt wie C4 halt, auch funktioniert wie in, weiß nicht, Call of Duty oder sowas. Und so, dann haben wir jetzt noch Offensivfähigkeiten. Ja, da können wir auch noch was Schönes hier auswählen.
Was ich im Moment ausgewählt habe, ist erfahrener Mörder. Erhöht die durch das Töten von Feinden erhaltene Erfahrung. Ist halt wichtig, um sein Level mal ein bisschen höher zu kriegen. Was es hier noch gibt, erhöhte Munition, erhöht die Menge der mitgeführten Munition. Schwere Treffer, erhöht den Schaden des Nahkampfangriffes. Ja, wann kommst du in dem Spiel mal zum Nahkampf? Sehr selten eigentlich, außer wenn du dich irgendwo ranschleichst. Ist wirklich so, bist eigentlich sehr schnell tot. Und Tücke, wenn sie sterben, wird ihre Leiche zu einer Explosionsfalle da. Ist noch nicht freigeschaltet, erst mit Stufe 10 in 2 Leveln oder sowas. Was wir noch haben, erhöht die standardmäßige passive Reichweite der Feindswahrnehmung auf dem Bildschirm. Beträchtlich. Jo, was haben wir hier noch? Der Name ihres letzten Killers wird angezeigt, solange er innerhalb ihrer Sichtweite bleibt. Auch nicht schlecht. Langer Atem verringert die Erholungszeit zwischen Sprints und ermöglicht ihnen längere Sprints. Schnelllader. Erhöht das Nachladetempo der Armbrust und aller Schusswaffen. Ja, sicherer Schuss mit Stufe 43. Das ist so letzte, was man halt hier kriegen kann. Erhöht die Dauer der Stabilität bei angelegtem Boden und die Präzision mit allen anderen Waffen. Das hört sich gut an. Ja, da muss ich aber noch richtig viel spielen. Dann gibt es noch Defensivfähigkeiten. Verbessertes Plündern habe ich genommen. Finden Sie mehr Munition und Bergungsgut in Kisten und beim Plündern. Dieses Bergungsgut ist halt gut, um hier wie wir bei den Waffen gesehen haben, zum Aufwerten. Also, ja, die Sachen halt auszuwählen, die man dann noch haben möchte. Und, ja, hier gibt es halt dann noch dicke Haut, reduziert den Schaden durch Schrotflinten, das ist aber nutzlos gegen Gewehrkugeln. Nadelkissen, verringert den erlittenen Schaden durch Pfeile. Ist halt auch wichtig, weil viele im Bogen rumlaufen und ziemlich viel Schaden damit machen. Grenadier, verringert den erlittenen Schaden durch Sprengstoff beträchtlich. Kugelsicher verringert den erlittenen Schaden durch Kugeln. Feuerfest haben wir da noch. Verringert den erlittenen Schaden durch Feuer beträchtlich. Und Spurenlaser ermöglicht das Entdecken aller feindlichen Fallen in Sichtweite. So wie ihr Entschärfen und den Diebstahl jener, die zu ihrer Ausstattung passen. Ja, man kann Fallen legen, aber ich glaube nur als Plünderer. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich muss dann da gleich nochmal nachgucken. Leichtfuß. Beim Treten auf Fallen oder Landminen werden diese nicht automatisch ausgelöst. Verjüngung. Verkürzt die Verzögerung der Gesundheitsregeneration nach erlittenem Schaden und beschleunigt die allgemeine Heilung. Ja, das hört sich alles ganz gut an. Da sind wir wieder bei Primär gelandet und gehen auch mal wieder zurück. Hier kann man jedes einzeln anklicken und kommt sofort dahin. So zum Beispiel. Und ja, hier kann man halt oben über den Waffen auswählen. Hier mache ich gerade Überlebende 1, 2. Das sind halt die Packages, die ich mir ausgesucht habe. Hier habe ich noch keine Erweiterung genommen. Ich weiß auch nicht warum. Splitterprojektile. Was haben wir da? Spielerpatronen explodieren beim Einschlag und haben maximale Schockwirkung. Ziele sind zwar nicht tot, taumeln aber nur noch. Ist doch ganz praktisch, das nehmen wir doch. So, dann habe ich jetzt ein bisschen ausgegeben und kann mir auch nichts mehr leisten. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, Solari, klar, wechseln wir hierzu. Haben wir halt auch was ausgewählt so, und haben auch hier einen Bogen. Und ja, dann wollen wir doch mal ins ganze Geschehen reingehen. Dann machen wir einfach mal schnelles Spiel. Und da bin ich mal gespannt, in was für ein Spielmodi wir geraten. Spiel gefunden. Na. Zwar Spiel gefunden, aber das dauert schon ein bisschen, bis es sich hier aufbaut. Machen wir mal einen kleinen Cut, bis es hier weitergeht. Bis gleich. Ja, Spiel gefunden, Team Deathmatch. Eliminieren Sie das andere Team. Halten Sie während des Ziels C, um die Schulter zu wechseln. Ja, das kennen wir aus dem Singleplayer. Nichts Neues. Mächtige Superwaffen. Der Sportbogen und die Minigun sind versteckt und können in jedem Level gefunden werden. Das hört sich gut an. Das erinnert mich auch ein bisschen irgendwie an Crysis, wo diese Alien-Waffen rumliegen. Wir haben einen Bogen. Hoppala. Die Map kenne ich noch nicht. Sieht aber richtig cool aus. Der Rand richtig eingeeist hier. Wo sind denn hier Leute? Hier wird schon geschossen. Da ist doch unser erster Feind. Getroffen.
Den haben wir auch getroffen. Kopfschutz. Hier ist eine Falle. Die kann ich... Die ist schon gelegt worden von einem von meinen Freundinnen. Den habe ich doch getroffen. Kopfschuss. Und da wurde ich ausgeschaltet. Mit was denn? Mit irgendeiner Granate wahrscheinlich. Ja, hier kann man sich halt aussuchen, wo man gucken will oder so. Oder sich hier noch die Waffen auswählen. Erzwungener Neustart in der 1. Und jetzt bin ich schon wieder drin. Man sieht unten links den Fortschrittsbalken, wie viele Spieler getötet wurden. Ich bin scheinbar in ein angefangenes Match reingekommen. Ausweichrolle geht auch hier. Hier kann man auch sogar sprinten mit Shift. Der ist schon tot. Warte. Oh, 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 oh. Kopfschuss, Volltreffer. Hier, gehen nochmal hin. Oh, 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 da war einer hinter uns. Oder auch nicht. Wir rennen mal hier hoch. Ja, haben fast verloren. Wir haben einfach zu schlechte Spieler, scheinbar. Oder zu gute Gegner. Ich sehe hier auch irgendwie keinen. Ob wir hier hoch können? Ja, das können wir. Cool. Müssen noch zwei von uns sterben, dann haben wir verloren. Ah, die Zeit ist abgelaufen. Die gibt's auch noch. Schade, schade. Das ist die erste Runde, ist vorbei. Gespannt, wie wir abgeschossen haben hier. Na? Ja, wir sind... 4 Kills haben wir gemacht, sind einmal gestorben. Sieht doch ganz gut aus. Den anderen ist sogar noch einer rausgegangen. Da warten wir doch mal auf die nächste Runde. Rechts sieht man, man kriegt so Sachen und Runden-Highlights gibt es hier. Was man so alles erlebt hat. Doppelte Ärger-Angreifer im selben Moment töten, in dem auch sie getötet werden. Ja, das war mit der Handgranate. Nemesis, denselben Feind zweimal in einer Runde töten. Mein Haus, jedes Mitglied, das andere Team. Ja, das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Ja, dann machen wir nochmal Team Deathmatch hier. Und im nächsten Video werde ich auf jeden Fall die anderen Spielmodis noch zeigen. Also einfach reinschalten. Machen wir jetzt mal das Team Deathmatch hier. Drücken Sie C, um sich zu ducken bzw. aufzurichten. Ja, so. Diesmal bin ich die ganze Runde dabei. Ich hoffe, wie man hier rechts unten sieht, man kann ja die Falle legen und dann ist der halt auch in so einer Stolperfalle, ja. Drin. Er muss sich da wieder selbst rausschießen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und ich bin mal gespannt, was ich eigentlich für Waffen habe. Ich habe die Shotgun. Sind auf der gleichen Map. Der Shotgun in der... ich weiß nicht, ob das was wird. Sprinten ist auch begrenzt. Da kann ich die ganze Zeit... Oh, der ist aber tot. Das ist leider nicht mein Kill. Wie erwartet, wir nehmen doch mal hier das hier. Haben ihn damit schön getötet. Dann gehen wir doch mal hier, springen hier drüber und rushen mal voll rein. Das war nix, die sind schon wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder. Lass uns doch mal runtergehen hier. Explodiert doch schon alles hier. Mal gucken. Ist hier jemand? Hallo. Da oben ist einer. Da schießt jemand auf mich. Hier kann ich hoch. Doch nicht. Eigentlich muss ich doch hier hoch können. Ja. Oh, das tat weh. Hier können wir rüber. Also, ich finde den Multiplayer gar nicht mal so schlecht, wenn man sich da mal reingefunden hat. Ist ein bisschen anders. Aber das kennt man ja vielleicht schon von der PS3 und... Oh, da wurde ich weggesnipert mit dem Bogen.
Kennt man ja von Uncharted, vielleicht, wer es gespielt hat. So ein bisschen Third-Person-Shooter-mäßig halt. So. Ich hätte jetzt bei dem Mitspieler starten können oder halt am Startpunkt. Aber ich wollte am Startpunkt, weil das mir da hinten ein bisschen zu unsicher ist und ich weiß nicht, wie die halt dann alle stehen. So, ich habe jetzt hier noch die Granate ausgewählt. Die muss man schießen zum Granatenwerfer. Ich wurde hier gerade mit dem Bogen geschossen. Ich habe es genau gehört. Nur wo ist halt die Frage? Jetzt gucken wir, ob wir hier wieder eine schöne Granate reinschießen können. Die lief nicht... Wow, da kommt mir direkt einer an. Und ja... Fistet mich weg hier. Krass, ja. Der hat so eine Gasmaske auf. Ich starte aber trotzdem wieder in der Basis und werde mal gucken, ob ich das dem nicht heimzahlen kann. Ja, Rache. So muss das. Wird hier noch weiter geschossen? Nein. Gibt echt wieder hier so Leute... Wow, den habe ich nicht gesehen. Der war wohl zu weit weg. Den Pfeiltasten kann ich jetzt hier die Spieler wechseln. Und ich starte mal bei ihr. Aber die ist ja... Ach, die ist ja auch beim Startpunkt gewesen. Ich nehme gleich in der nächsten Runde, wenn ich jetzt tot bin, eine andere Waffe. Jetzt nehmen wir erstmal die Pistole. Die ist ein bisschen präziser. Man kann hier auch seinen eigenen Leuten ein bisschen schaden. Also halt... Schlecht, aber muss man machen. Geht manchmal nicht anders. Gehen wir hier durch den Fluss hoch. Springen doppelt hier hoch. Nehmen diesen Weg. Hier war doch einer. Dem haben wir mal schön von hinten hier einen raufgehauen. Gerade in sein Gesicht, als er geguckt hat. Oh, da haben wir gerade noch einen erwischt und wurden direkt von einem anderen getötet. Wir haben auch noch eine andere Ausstattung jetzt hier. Was haben wir denn da noch? Wir haben das Gewehr, das nehmen wir. Ja, gehen wir wieder zu ihr. War noch ganz okay. So, dann nehmen wir doch direkt mal das Gewehr und schauen, was wir damit reißen können. Da haben wir einen. Wir nehmen mal Granate. Zur Sicherheit. Einfach mal rein damit. Das hat nichts gebracht. Jetzt brennt das hier. Ich werde hier angeschossen. Oh, da war eine Falle. Das muss ich mir abschießen. So. Laufen wir mal andersrum. Das war doch super. Weiter geht's da. Oh, 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 oh. Sniper. Sniper-Alarm. Sniper-Alarm. Ah. Schade. Wie sie da campen. Bei dem starte ich nicht. Ich starte bei ihr wieder. So. Dann gehen wir mal da oben hin. Hier ist Munition. Ach, ah ja. Schlagen kann ich halt auch. Was, wo? Und über die Klippe. Dann werden wir mal direkt hier hoch jumpen. Gucken, wen wir hier oben finden. Ja, da war was. Egal. Hier ist so eine Bergungskiste. Oh, fast habe ich noch den zweiten geholt. Schade. Aber da ganz oben geht's auch hoch. Da muss man hochklettern scheinbar. Ich werde dann mal bei ihr hier... Ja, einfach starten. Zack. So geht das Klettern, Fräulein. Ich bin ein bisschen schneller als sie scheinbar. Jetzt kann man noch ein bisschen hochspringen. Den haben wir erwischt. Werden direkt davon unten abgeknallt. Wir haben ja unsere Granate und schießen doch einfach mal. Die ist leider nicht so weit geflogen, wie ich wollte. Assist. Jetzt haben wir uns mal gebückt hier. Und einen Sniper. Wir wollen jetzt einfach mal da runter. Wow.
kill. Schön hin und her rollen hier. Da können wir nicht hoch. Na, na, na. Oh, keine Munition mehr. Nehmen wir die Pistole. Was ist da los? Ich komme noch nicht hoch. Schade. Ja, okay, das wäre auch Spawn-Camping, glaube ich. So. Ah, kriegen wir noch hier Feinde oder irgendwo Munition? Da muss doch Munition rumliegen. Muss halt diese Kästchen suchen. Wenn nicht, dann habe ich halt nur diese... Ach, hier ist ein Kästchen. Einfach rüberlaufen. Jetzt habe ich wieder Munition und naht direkt mal nach. Da unten haben wir doch einen. Oh, der nächste Kill. Und ich werde von hinten angegriffen. Direkt umdrehen und da haben wir den nächsten Kill. Jetzt in Deckung gehen, um uns zu regenerieren. Oh, da wird aber einer abgeschossen. Gucken, ob ich den holen kann. Schnell weg erstmal. Nachladen, nachladen. Schnell, schnell, schnell. Ich hab grad... Ja. Ja, keine Munition mehr. Dann nehmen wir die Pistole. Drehen uns mal ein bisschen. Ah, gucken, wir werden bestimmt von hinten jetzt angegriffen. Pistole ist halt ziemlich schlecht. Und wenn man halt nichts hat, ist das schon gut. Nein, ich will da hoch. Komm schon. Was? Die haben gewonnen. Nein. Da bin ich mal gespannt, wie ich abgeschnitten habe. Ich denke eigentlich ganz gut. Ja, ich habe 11 Kills gemacht. Oh, 6-mal gestorben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn das heißt Tomb Raider Multiplayer. Ciao.